Wenn du überschaut hast, durchschaut, dass alle Talente und Erfahrungen im Leben nicht das Ziel des tiefsten Wunsches in dir ist, dann beginnt was Neues. Willkommen zu Sonderbar, zu Merkwürdig, oder? Podcast. Heute Thema eine neue Standortbestimmung. Fell in love. I was only 17. She showed me places I had never been. Up the mountain, up the city to the coast. Want your body close. Oh. Wenn du durchschaut hast, dann ist es egal und nichtig, ob du gerade arbeitest, Pause hast, beim Sport oder Probleme lösen. Du bist unabhängig davon und unabhängig vom Gelingen und Misserfolg. Denn dann erkennst du, es ist seine Zeit, Gottes Zeit. Gibt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, es ist schwierig für uns, damit umzugehen. Menschen sehen doch eher ihre Sinnerfüllung in einer Tätigkeit, ja? Sogar darin, sich zu sorgen. Unsere Sprache ist schon sehr durchdrungen mit der Annahme davon. Wir schauen nach dem Wochenende, eine stressfreie Woche oder erleben die Nöte anderer sogar als Bedrohung. Wir empfinden das nicht als Lebenschance zuerst, nein. Wir kennen noch nicht die Notwendigkeit der Wahrheit über uns oder über das, was uns umgibt. Wir schaffen uns mit unserem Denken eine Wahrheit, die uns beruhigen soll oder uns eben eine Existenzberechtigung oder Sinnerfüllung gibt. Nur, wo bin ich gerade? Kennst du deinen momentanen Standort?
Ich weiß nur von mir, wenn Gott mir von mir erzählt, dann weiß ich von mir. Ich weiß nur von Wahrheit, wenn Gott mir die Wahrheit über mich und mir die Wahrheit sagt. Was machst du eigentlich mit Stille? Darf Gott darin sein? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.